27.08.2018. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Wir sprechen heute über das Thema Bitcoin, $100.000. Ist das möglich? Wie sieht meine persönliche langfristige Prognose zu diesem Thema aus? Mir wurde da wirklich sehr oft ein Video zugespielt, wo ein anderer YouTuber eben mathematisch belegen will oder auch mathematisch belegt, dass Bitcoin eigentlich schon unausweichlich Richtung $100.000 marschiert. Ich gehe heute wirklich konkret auf meine Ansatzpunkte ein zu diesem Thema und wie ich langfristig Bitcoin bewerte. Wir bleiben hier vorerst am Bitcoin-Chart und ich habe auch nachher noch ein, zwei andere Beispiele für euch und ich würde sagen, wir starten direkt damit los. Konkret geht es in diesen Modellen, die in jetzigen Zeiten oder in den letzten Tagen oft aufgestellt werden, und zwar nicht nur über den Bitcoin-Preisanstieg, sondern ich habe auch gelesen, zum Beispiel, dass statistisch gesehen Ethereum Bitcoin überholen wird im Jahr 2021. Generell gesehen wird bei diesen statistischen Methoden immer auf Erfahrungswerte oder eben auch Werte, nicht Erfahrungswerte, sondern eben Werte aus den Bullenmärkten der Vergangenheit und eben auch Werte aus den Bärenmärkten in der Vergangenheit aufgegriffen oder eben zurückgegriffen, und aus diesen Werten wird dann eben der Erwartungswert aufgerechnet. Konkret kann man das natürlich machen, ist eine schöne Spielerei, aber mehr auch nicht, meiner Meinung nach. Die Modelle sind meiner Meinung nach ziemlich sinnlos und auch ziemlich viel auf Hopium basiert, da einfach erstens beim Bitcoin die Stichprobenanzahl viel zu gering ist. Also man kann wirklich nicht eine Statistik machen mit 4 Bullruns oder 5 Bullruns, und zweitens die Rechnung generell einfach nicht anwendbar ist. Warum ist die Rechnung nicht anwendbar? Wenn man wirklich statistisch gesehen aus älteren Bullruns einen Erfahrungswert ausrechnen könnte, mit dem man wirklich in Zukunft erfolgreich investieren würde, dann wären wir alle reich. Dann wären wir alle Warren Buffett und es gäbe nicht nur einen Warren Buffett. Warum? Weil es laut dieser Rechnung schließt, und zwar nicht nur für Bitcoin, sondern einfach für alle Assetklassen, für jede einzelne Aktie, für Netflix, Google, Amazon, Facebook, könnt ihr euch alle aussuchen. Einfach alle Aktien, die in den letzten Jahren stark gestiegen sind und die letzten Jahren starke Runs hatten. Wenn ihr von diesen Aktien alle den Erfahrungswert aufaddiert, dann hättet ihr wirklich jetzt für alle Aktien einen Preisanstieg von 1000% in den nächsten Jahren. Das ist einfach so, und dementsprechend kann ich mit solchen Rechnungen auch konkret nicht anfangen. Es geht einfach viel mehr um die makroökonomische Perspektive und auch die Einflussfaktoren, die von außen eintreten. Und da kann man einfach nicht mit zwei Variablen ein Modell kalkulieren und sagen, Bitcoin wird jetzt safe auf 100k gehen. Das finde ich nicht so gut und ist auch wieder so eine These, wo ich sage, das ist wieder so das typische, ja, Hoffnungsspenden, so, ja, wird schon wieder nachkaufen und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin eher immer so der sachliche Typ, realistisch und einfach auch wirklich, wo man sagt, okay, wo stehen wir real, was sehe ich möglich? Und um das Ganze auch noch kurz zu untermauern, schauen wir uns kurz den Facebook-Chart an und evaluieren eben auch mit dieser Methode jetzt wieder diesen Erwartungswert. Bei Facebook haben wir jetzt einen Erwartungswert für ein Bull-Szenario und eben einen Bullrun von 142,6% und einen unfassbaren Erwartungswert für einen Bärenmarkt von 18%, also einen Preisrückgang von 18% im Bärenmarkt, wenn ein Bärenmarkt dann kommen würde oder wenn man diese Retracements überhaupt als Bärenmarkt bezeichnen kann. Auf dem Papier würde das jetzt heißen All-In. Würdet ihr jetzt hier All-In gehen? Nein. Warum nicht? Weil ihr eben das Ganze makroökonomisch bewerten müsst. Ihr könnt nicht sagen, okay, weil Facebook seit dem Börsengang 2013 eben jetzt knapp 800% gestiegen ist, könnt ihr nicht sagen, okay, das ist jetzt die perfekte Investition für mich. Und das gleiche ist beim Bitcoin auch. Natürlich kann man einen Anstieg von $1 auf $30 nicht gleichsetzen mit einem Anstieg von $5.000 auf $100.000. Ganz andere Gegebenheiten, ganz anderes Kapital notwendig. Und ja, nur einmal kurz, um auf diese Rechnung einzugehen, da ich wirklich so oft gefragt wurde und ich einfach meine Meinung dazu kurz sagen wollte. Wirklich, ich bin Realist und ihr seht auch, ich denke, das macht Sinn, wenn ich das so erkläre, weil natürlich, man kann solche Rechnungen einfach nicht 1:1 ummünzen. Wie sehe ich das jetzt mit den $100.000? Ich sehe ein All-Time-High sehr wahrscheinlich, einen höheren Preis als das All-Time-High. Kann ich konkret sagen, dass sie $100.000 erreichen werden? Nein, auf keinen Fall. Warum kann ich das nicht sagen? Wir haben drei Variablen am Markt. Drei entscheidende Variablen. Diese drei Variablen sind die Verkäufer, die Käufer und die Trader,
die an der Seitenlinie sitzen und den Preis beobachten. Diese drei Variablen sind verantwortlich für den Preis, den wir momentan sehen, und für den Preis, den wir in der Zukunft sehen werden. Das heißt, wir haben den Verkäufer, der jetzt sagt, okay, ich hoffe, dass wir auf 12.000 kommen, dann komme ich mit so wenig Verlust wie möglich raus. Ich habe zwar noch Verlust, aber ich will nie mehr was von Kryptowährungen hören. Wir haben den Käufer, der jetzt kauft und sich vielleicht sagt, okay, bis 8.000 Dollar hoch gehe ich mit, danach cash ich aus, weil über 8.000 Dollar geht ja eh nicht, der Bitcoin. Haben wir noch die Verkäufer auf der Seitenlinie, oder die Trader an der Seitenlinie, die sich dann sagen, ich beobachte das von außen, wenn wir 10.000 Dollar sehen, gehe ich all in short, oder wenn wir 12.000 Dollar brechen, gehe ich all in long, weil dann eben für mich der Bullrun confirmed ist. Das sind die drei Variablen, die wir im Markt haben, und da wird es auch entscheidend. Keiner von uns kann diese drei Variablen vorhersehen. Keiner. Warum nicht? Wenn ihr diese Variablen bestimmen könntet oder wenn ihr mit diesen variablen Modelle aufstellen könntet, dann müsstet ihr jeden Trader weltweit kennen, jeden Verkäufer, jeden Käufer und auch jeden Trader an der Seitenlinie. Und ihr müsstet auch von jedem wissen, was er zum jeweiligen Preisniveau machen würde. Das ist ganz normaler Markt. Also das funktioniert auf kleinen Märkten, wenn zum Beispiel als Markt teilnehmen wird eure Familie, was ja auch im Inneren ein Markt ist, wo es darum geht, was ihr am Sonntag macht. Ihr habt dann eure Tochter und eure Frau als Marktteilnehmer und ihr wisst konkret, okay, meine Frau hat hier diesen Nutzen von so und so viel, meine Tochter den Nutzen von so und so viel. Auf so einem Markt könnt ihr das machen, ganz banal ausgedrückt, weil dann wisst ihr konkret, was jeder Marktteilnehmer macht. Aber auf so einem Markt, wie wir haben, könnt ihr das eben mit solch einfachen Rechnungen nicht vorhersagen. Also kann ich als Analyst oder als Trader in dem Fall auch mit einer technischen Analyse nicht sagen, wie weit der Bitcoin steigen wird. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und wenn euch irgendwer sagen will, aufgrund von technischer Analyse oder aufgrund von Chartanalyse wird Bitcoin auf 100.000 Dollar steigen, dann wisst ihr, dass diese Person nicht wirklich viel Ahnung hat. Weil wenn er das sagt oder wenn derjenige das behauptet, dann fragt ihr ihn, wie er denn diese Variablen jetzt schon einkalkulieren kann. Ganz einfach. Und das kommt von mir als einer der größten irgendwie Fans oder leidenschaftlichen Chartanalysten und Trader. Langfristig natürlich. Kurzfristig lege ich alles auf die technische Analyse. Aber langfristig ist es so nicht möglich. Wir haben langfristig diese Resistance-Zonen, die wir am Chart sehen, die wir durchbrechen müssen. Und dann können wir sagen, okay, aber in einem gewissen Maus können wir wieder bullish sein, aber wirklich ein 100k-Szenario voraussagen, 50k-Szenario voraussagen, kann keiner von uns. Keiner. Wenn es wer sagt, dann fragt ihr ihn, okay, wie könnt ihr diese drei Variablen jetzt schon im Vorhinein einschätzen? Der letzte Punkt von der Liste ist eben die makroökonomische fundamentale Analyse. Das ist meiner Meinung nach der entscheidende Punkt, wenn man langfristig analysiert. Keine technische Analyse, keine statistischen Rechnungen, sondern die fundamentale makroökonomische Analyse. Und aufgrund dieser Analyse gehe ich auch davon aus, dass wir ein neues All-Time-High sehen. Warum? Wir haben Türkei. Und wir haben die Türkei mit der Deflation der eigenen Währung, also der türkischen Lira. Wir haben Venezuela und wir haben etliche andere Länder, die eben diese Probleme haben, dieser massiven Deflation. Für uns ist das lächerlich, aber in Venezuela wird der Bitcoin gebraucht. Ganz einfach, bei uns würde jeder sagen, bist du bescheuert, Bitcoin als Zahlungsmittel zu verwenden. Wenn der nächste Woche 10% weniger ist, dann hast du ja 600 Dollar weniger für dein gekauftes Gut eben sozusagen oder eben mehr ausgegeben für dein gekauftes Gut oder eben weniger bekommen. Das kannst du doch nicht bringen. Venezuela sind sie angewiesen, weil eben die Volatilität des Bitcoins im Vergleich zur eigenen Währung ein Witz ist. Das sind einfach so die fundamentalen Ansätze, wo ich einfach sehe, okay, wir haben das Potenzial für neues All-Time High. Weiterer fundamentaler Ansatz, eher interessant für die westliche Welt, also für uns, Bitcoin als Store of Value, Bitcoin als Asset-Klasse für die Finanzwelt. Das ist mein Hauptgrund, in Bitcoin zu investieren, weil ich einfach der Meinung bin, dass Bitcoin sozusagen in wenigen Jahren als finanzielles Asset etabliert wird, dass man an Bitcoin auf jeder Börse handeln kann, ganz egal ob New York, Frankfurt oder London. Bitcoin ist dann einfach ein anerkanntes Asset. Warum? Bitcoin hat für mich die gleichen Eigenschaften wie Gold. Es ist lediglich für Millennials. Da könnt ihr mir jetzt auch sagen, Gold wird aber im echten Leben verwendet. Ja, das bisschen Gold, was in der Industrie verwendet wird, macht jetzt nicht den eigentlichen Wert von Gold aus. Der Wert eben, der für Gold ausgehängt wird, ist einfach aus dem Glauben der Menschen. Da gab es auch mal so ein Beispiel. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem das kam. Der ging mit seiner Frau eben in den Schmuckladen und hat dann eben gesagt, okay, die Goldkette kostet so und so viel, die Juwelierin, und hat dann gesagt, ja, aber der Goldpreis ist doch letzte Woche gerade gesunken um so und so viel Prozent.
Und ich sage sie, ja, das hat mit dem Gold, was wir hier kaufen, aber absolut nichts zu tun. Also das sind so die grundlegenden, ja, Zusammenhänge. Gold ist für mich lediglich wertvoll, weil die Menschen eben den Wert zuschreiben. Dann haben wir beim Bitcoin einfach das Gleiche. Wenn man Store of Value, Bitcoin kann nicht kopiert werden. Bitcoin ist extrem teuer herzustellen. Du kannst nicht einfach hergehen und irgendwie Bitcoin kopieren. Und dann haben wir noch den entscheidenden Vorteil von Bitcoin. Du hast irgendwie die komplette Macht darüber. Du kannst den Bitcoin, diesen Store of Value, heute zu deiner Freundin schicken, wenn sie in Australien ist. Das heißt, du hast in einem Safe, in einem virtuellen Safe auf deinem Ledger $100,000 liegen als Store of Value. Und wenn du einen gewissen Teil von deinem Store of Value abgeben willst, ganz egal, wo auf der Welt, kannst du das abtreten. Und das ist einfach die unfassbare Entwicklung hinter Bitcoin. Ganz simpel. Die Leute suchen immer nach dem neuen großen Ding, was dann die Altcoins besser machen. Aber Bitcoin hat einfach diesen USP, der das Ganze einfach so einzigartig macht. Store of Value, das ist alles, was wir brauchen. Wir haben ein dezentrales Netzwerk dahinter, was natürlich auch noch ein Vorteil ist. Aber es geht einfach darum, dass wir hier eine Art Gold der Millennials haben. Und genau aus diesem Grund sehe ich ein neues All-Time High. Kann ich euch sagen, ob das All-Time High bei $30,000 sein wird? Bei $40,000? $50,000? Nein, natürlich nicht, auf keinen Fall. Seht euch den Chart an. Woher sollt ihr wissen, wenn wir dieses All-Time High brechen? Wer auf der Welt soll wissen, ob hier jetzt verkauft wird, ob die Trader jetzt sagen, okay, 34.000 finde ich jetzt aber wirklich schon sehr hoch, ich verkaufe jetzt hier. Oder ob die Trader sagen, nein, ich warte noch auf 40.000. Oder ob die Verkäufer oder ob die Käufer dann sagen, okay, jetzt haben wir 40.000 durchbrochen als Rundennummer, jetzt kaufen wir es richtig ein. Und ab 50.000 gehen wir dann richtig short, weil 50.000 ist dann diese runde Zahl, wo jeder short geht. Das sind die Variablen, die ihr nicht beeinflussen könnt. Ganz einfach. Und das war jetzt einfach mal, ja, mein spontan vorgetragenes, kurzes Referat sozusagen zum Preisanstieg des Bitcoins in der Zukunft. Lasst euch nicht von irgendwelchen Preisprognosen beeinflussen. Langfristig machen diese Preisprognosen keinen Sinn. Train analysieren macht extrem viel Sinn. Intraday, wenn ihr die TA nicht verwendet, seid ihr komplett am Arsch, weil einfach alles von der TA ausgeht. Langfristig gesehen, fundamental, makroökonomisch, keine Rechnungen. Rechnungen machen in dem Bezug absolut keinen Sinn. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Techno-Crypto.